Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. Hier erfahrt ihr alles, was ihr in der letzten Woche verpasst habt. Und los geht's! Ab dem 20. Februar könnt ihr euch mit Assassin's Creed Origins mit einer schönen Tour durch Ägypten führen lassen. Das Ganze nennt sich Discovery Mode bzw. Discovery Tour, kostet 19,99 € im Xbox und PS4 Store und ich glaube auch auf PC. Und dort könnt ihr unterschiedlichste Touren durch Ägypten wagen. Die gehen alle so zwischen 5 und 25 Minuten. Und dort könnt ihr euch zum Beispiel die Pyramiden angucken oder mal schauen, was alles so im Sand wächst. Kann man machen, muss man nicht haben. 20 €, vielleicht ein bisschen zu viel für ein virtuelles Museum. Aber wer Bock drauf hat, mitnehmen! Kennt ihr noch Spyro the Dragon? Das ist der Drachen, den ihr gerade im Hintergrund seht, wie er durch die Level rennt. Ein süßes Jump'n'Run von der PlayStation 1. Jetzt wurde angekündigt, dass auf der PlayStation 4 eine Remastered kommen soll. Und zwar dieses Jahr noch. Retro-Fans wird's freuen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Game auf jeden Fall deutlich besser aussehen wird, als das, was ihr jetzt gerade hier im Hintergrund seht. Wir haben Bock drauf. Mal schauen, ob das Ganze auch geil wird. Remastered ist ja gerade voll im Trend. Am Donnerstag, dem 15. Februar, ist der neue Marvel-Film Black Panther in die Kinos gekommen. Wir unter den Dullis sind uns noch nicht so ganz sicher, ob wir den Film gut finden. IMDb hat dem Film 7,7 von 10 Sternen gegeben. Nicht unbedingt der bestbewertetste Film. Gute 2 Stunden müsst ihr dafür im Kino sitzen. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, schreibt doch mal in die Comments, wie er euch gefallen hat. Monster Hunter World hat am 16. Februar ein neues Update bekommen. Auf der PS4 habt ihr die Version 1.06 und auf der Xbox One die Version 1.0.0.11 bekommen. Dort wurde unter anderem das Inventar angepasst. Jetzt könnt ihr nur noch 30 anstelle von 60 Schlitzbären mit euch tragen im Objektbeutel. Und zudem wurde die Such- bzw. der Suchalgorithmus auf der Xbox One angepasst, sodass die Spielersuche für die Sitzung besser funktioniert. Lootboxen, Lootboxen, überall sieht man sie. Star Wars Battlefront 2 hat die Welle nochmal ganz hoch geschlagen. Mit Echtgeld Gaming-Inhalte zu kaufen und das auf random basierten Crates, wie wir es hier gerade sehen. Man sieht nicht genau, was man bekommt und hat trotzdem Geld dafür ausgegeben. Da hat Hawaii jetzt einen Gesetzesentwurf rausgebracht, der unter anderem dafür sorgen soll, dass Minderjährige weniger bzw. gar keinen Zugriff mehr auf Lootboxen bekommen bzw. alles, was man mit Echtgeld zahlen kann. Meiner Meinung nach ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir hoffen mal, dass da noch deutlich mehr kommt. Lootboxen für Minderjährige meiner Meinung nach nicht geil. Vor allem Glücksspiel allgemein für Minderjährige. Sollte man sich mal drüber Gedanken machen, was die ganzen Entwickler da gerade raushauen. Das waren auch schon die Dulli TV News für diese Woche. Schaut doch mal in unser Monster Hunter World Let's Play rein, was ihr gerade hier im Hintergrund seht. Dort sind wir schon bei Folge 10 angekommen. Ist das nicht geil? Schreibt in die Kommentare, wie euch diese Folge der News gefallen hat. Lasst ein Like und einen Kommentar und natürlich ein Abo. Und wir sehen uns nächste Woche bzw. im Livestream in der Woche verteilt, wenn ihr Bock drauf habt. Bis dann, ein schönes Wochenende euch und bis dann. Ciao!